Ach, du lieber Danny, ich bin der Arthur und das ist eine kleine Videoantwort zu, also das ist jetzt meine Kritik oder meine Meinung zu dir und wie ich dich finde. Ja, zuallererst, ich bin ein Abonnent von dir, noch nicht so lange, aber naja. Und ich finde dich wirklich echt cool, weil du immer locker rüberkommst, immer, ja, immer neue Themen findest, immer deine Videos interessant und witzig geschaltet, zum Beispiel jetzt so in diesem Mädchen-Video da, wo du dann so, also das hier, da musste ich mal ein bisschen grinsen. Und auch allgemein bei deinen Videos, die gestaltest du immer echt cool und ja. Auch zum Beispiel dein Intro, das mit Daumen hoch. Das ist wirklich witzig. Also schon mal gut gemacht. Ja, du kommst halt immer locker rüber. Also es kommt jetzt nicht so rüber, also nicht so versteift rüber. Also man merkt, dass dir das Spaß macht. Also dass das Spaß macht, was du machst. Also das Video machen. Deswegen macht es auch Spaß, deine Videos anzugucken, weil du deine Videos mit Freude und halt mit Spaß machst und deswegen sind sie auch so gut, weil ja, du halt immer locker rüberkommst. Ja, ich wiederhole mich, aber ist halt so. Ja, und du halt immer flotten Spruch auf Lager hast. Ja. Das war es erstmal so zu der Hinsicht. Also, was ich mir von dir noch. Zu den Beleidigungen, weil du jetzt gesagt hast, ja, du disst hier ganz viele Leute. Beziehungsweise beleidigst ganz viele Leute. das finde ich jetzt nicht. Also, ich weiß, man merkt es, dass du das jetzt nicht irgendwie mit Absicht machst oder so. Man sieht einfach so, dass du nicht der Typ so bist, der jetzt grundlos irgendwelche Leute beleidigt oder so. Sondern du machst ja auch nur so für YouTube und das kommt ja auch ganz witzig rüber. Und ja, das war es nochmal zu der Hinsicht. Ja, und noch was. Also immer wenn ich deine Videos angucke, dann kommt mir entweder ein fettes Grinsen ins Gesicht oder ich manchmal habe bei ein paar Videos habe ich wirklich schon Lachflash gekriegt. Ja, und was du noch an deinem Kanal oder ja an dir verbessern könntest, also wäre jetzt halt, dass du bei oder in YouTube so Spieletipps oder so Tutorials machst oder machen würdest, machen solltest, wie man halt so gut wie du wird oder wie man halt richtig spielt und gut spielt, dass man halt nachher auch eine gute KD hat. So ungefähr würde ich mir das vorstellen. Also ist halt erstmal so ein Vorschlag. Ja, das war's eigentlich, was ich dir sagen wollte würde. Ja, ich hoffe, das Video hast du gesehen oder guckst es gerade oder hast es gerade angeguckt. Ja, danke fürs Zuschauen, allgemein an alle. Haut rein.